Okay, er regeneriert automatisch. Ich glaube, man kann ihn wiederbeleben. Puh. Meine Fresse, sind die Viecher stark, ey. Kann ich dich hier am Fuße des Berges stehen lassen, Kollege? Hier an dem Auto? Bleib hier stehen. Ja. Laufe ich nämlich den Weg alleine weiter. Obwohl, Moment, hier können wir ihn noch mitnehmen. Es sah so aus, als wäre dahinter irgendwie. Mitkommen. Natürlich. Ich habe nur die Gegend gecheckt. Stehen da? Bleib hier stehen. Okay. Ohne Schlüssel wird das nichts. Ja, Tor, ich habe mir vorhin denen die Anleitung gekauft. Ich bediene mich mal hier, ne? Ein Rucksack. Oh, ein Truhenschlüssel. Hat sich nicht gerade gelohnt, muss ich zugeben. Meine Güte, ey. Ich glaube, ich bin auch hier richtig. Kann ich noch was kochen? Yep. Ja, wenn ich die Straße weitergehe, dann bin ich da richtig. Und ansonsten geht's hier ja noch zur Stadt rein. Gucke ich mir auch mal an, glaube ich. Aber am besten ohne Axt. Hi, Jungs. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Bist du dir da wirklich sicher? Ist das dein Ernst? Outlaws. Sowas aber auch. Für sie tut es mir leid. Hunter. Ist ja auch so? Ist der Typ, den wir bestehlen sollen, nehme ich an. Das sind die Outlaws, die sich hier niederge.
lassen haben Zigarettenpackung. Na toll. Das ist alles verboten. Da ist die Hunterstruhe, da ist das drin, oder? Wir können mal kurz reingucken, ob das die Quest ist. Rock ist ein Setzer, der sein altes Leben nichts mehr abgewinnen kann. Ich soll ihm Trockenfleisch, Wasser und eine Waffe besorgen. Erst dann sieht er sich imstande, die Reise zu den Outlaws der Wüste zu schultern, da er sich ihnen anschließen möchte. Frage ist, wie viel Wasser habe ich? Aber Wasser habe ich, Wasserflasche habe ich 7 Stück. Rohes Trockenfleisch habe ich leider nur 5. Müsste ich also kaufen. Sieht so aus, als müsste ich die bekämpfen. Ich fühle mich damit wirklich schlecht. Sowas aber auch. Nee. Davor bekommt man ja Angst. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. End mal. Die scheinen ja ganz schön dicke zusammen zu sein. Ich meine, es herrscht ja zum Teil Frieden, es geht ja alles gegen die Alps. Und untereinander sind die drei Fraktionen ja dann doch schon so ein bisschen dicke. Ich frag ihn mal direkt. Ich bin auf der Suche nach einer starken Waffe. Wieso? Reicht dir dein Zeug nicht? Sie ist nicht für mich. Wenn du sie nicht aus Eigennutz haben willst, witterst du bestimmt ein Geschäft. Und wenn ich meinen Teil dazu beitrage, springt sicher auch etwas für mich dabei heraus. Du verkaufst mir also eine? Natürlich, es spricht ja nichts dagegen. Verkauf mir eine Waffe. Sicher, wenn du die Splitter dabei hast. Oh, 350 Splitter. Ja, komm, hier. Hier hast du die Splitter. Und hier hast du einen Schlüssel. Was soll ich mit einem Schlüssel? Das wirst du sehen, wenn du meine Kiste öffnest. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Okay. Nee. Instand gesetzter Granatenwerfer. Oh, shit. Neue Stufe. Yay. Wirklich? Das heißt, wir sollen mal nach vorne gehen und fragen, ob da alles super tutti-frutti ist und wir dann vielleicht in die Stadt reinkommen. Und wenn nicht, können wir bei ihm mal vorbeischauen. Er hatte vielleicht einen Plan. Juhu, zum ersten Mal bei den Klerikern. Zumindest ist es eine Stadt von den Klerikern. Ich glaube, die Hauptstadt ist das nicht. Wow. Das erinnert natürlich sehr, 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 sehr stark an Gothic 1. Ich möchte auch so eine geile Klerikerrüstung haben. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen.
Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Danke, das klingt ja gerade so. Ja, komm, tu dich mal mit den Leuten zusammen und stürme die Festung. Okay, wir kommen nicht rein. Es gibt jetzt zwei Dinge, die ich machen kann. Die erste Sache ist, ich gehe zurück zu Kollege Rock. Oder ich frage mal bei dem Outlaws nach, was diese vorhaben. Wir können ja mal gucken, was die geplant haben. Er sagte ja, er hätte möglicherweise eine Idee. Elix, sagst du? Ich hab noch genug Elix. Bist du dir da wirklich sicher? Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Ja, komm, wir gehen das Risiko ein. No risk, no fun. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du... Ach, scheiße. Ich habe ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Bis später. So nicht. Ah, toll. Wie soll das alles nur enden? Was ist denn hier los? Ach, das ist der Händler. Oh oh. Laufen die hier lang? Ark steht da immer noch.
Okay. Wie geht's mit dem Mörder weiter?